Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, wir haben schon wieder mal bei Epic Games Probleme mit Copyright Claims. Das ist einfach unfassbar. Also, das Ding hier ist jetzt wirklich der Oberknüller und das kann jetzt tatsächlich die schon ein bisschen teuer zu stehen kommen. Da gucken wir doch einfach mal rein. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Was ist jetzt wieder passiert? Hier, guckt euch das Ding an. Da. Dieser Taro-Skin. Guckt mal, vergleichen wir mal da. Das da mit dem da hinten. Also mit dem da. Hier. Und da sehen wir, die sehen verdammt ähnlich aus. Ja. Und. I understand. So, und das Ding hier ist, ja. Hat jemand tatsächlich ursprünglich gezeichnet? Und der wollte nicht, dass das da in Fortnite reinkommt. Ja. Und deswegen gibt es halt richtig Stress jetzt hier. Also hier gibt diese Seite DeviantArt. Und da können Designer und Künstler können Sketches und so weiter hochladen und können da ihre Arbeiten präsentieren, was sie so machen. Das sind richtig geile Sachen teilweise dazwischen. DeviantArt ist eine mega krasse Designer-Präsentations-Showcase-Seite, ja. Und hier hat tatsächlich dieser Künstler dieses Taro-Design da gemacht. Und wenn man sich das anschaut, das ist halt wirklich krass. Also die Hörner sehen ziemlich ähnlich aus, die Haare blau, die Maske. Ja, selbst hier diese gelb-weißen Flügel an den Schultern, da unten diese, hier, wenn man da mal schaut, am Gürtel. Da sind ja hier am Gürtel sind diese komischen Puschel da. Das ist hier rechts auch bei dem. Das ist natürlich schon echt. Und der Künstler, der das gemacht hat, das ist hier dieser Ruby Ramirez. Und der ist natürlich mega, mega ange. Ja, und dementsprechend hat er dann einen Copyright-Claim gemacht. Also gab jetzt einige in der Vergangenheit, die nicht durchgingen, ja, wie der von diesem Typen da von Prinz von Bel-Air wegen seinem Tanz da. Also Leute, dieser Tanz ist jetzt nicht unbedingt so kreativ krass einzigartig. Aber das Ding hier hat halt eine ganz andere Brisanz und hier steht auch, dass Epic Games tatsächlich diese Anschuldigungen ernst nimmt und dass die das jetzt erstmal prüfen müssen, was da schiefgegangen ist. Also, wow, Taro Skin ist tatsächlich, ja, geklaut worden, würde ich mal sagen. So, ja, dann sind wir hier mit dieser News erstmal soweit durch. Dann gehen wir jetzt mal in den heutigen Item Shop rein und gucken wir mal, was da so heute drin ist. Hier haben wir einen Item Shop, den Schamanen von gestern wieder. Ich fand den ja gar nicht so schlecht, aber ihr, also zumindest die Fortnite Community findet den nicht gut. Und da gucken wir mal hier rein, wie die aktuellen Noten dafür aussehen. Nämlich gar nicht so doll. Das ist hier also mit einer der schlechtesten Bewertungen, die ich hier überhaupt gesehen habe für den Skin bis jetzt. Also 2,5 von 5 bei 4 Votes, nur 2 Reminders. Also sehr. Ups, jetzt habe ich mich selber weggeklickt. Hallo, ey, Alter, was mache ich? Sehr, 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 sehr schlecht. Ja, dann haben wir hier die Nachthexe. Die fand ich auch eigentlich cool so. Und ja, also die Nachthexe, die Nightwitch ist immerhin ein bisschen besser bewertet, aber seid da auch nicht so Fan von. Also, das sieht auch nicht so toll aus jetzt gerade hier. Also 3 von 5 bei 6 Votes, 9 Reminders. Ja, okay. Den Mondknochen. Jetzt bin ich gespannt. Den fanden wir nicht so toll.
Jetzt bin ich gespannt, was da ist. Okay, das ist. Der hat eine Benotung bekommen. 3 von 5 bei einem Vote und auch nur 2 Reminders. Okay, da sind wir uns irgendwo einig. Mit dem Ding konntet ihr auch nicht so viel anfangen. So, dann sind wir jetzt hier auch ganz schnell durch mit, mit diesem Ding da. Weil seid ihr auch nicht so begeistert. Dann kommen wir zu den nächsten Teilen, die auch nicht so toll. Also, sind auch nicht so beliebt. Das ist der Paradox. Ich weiß nicht so richtig, ich finde, das erinnert mich irgendwie. Wisst ihr, an was mich das so ein bisschen erinnert? Da gibt es diese Serie American Gods und da gibt es dann so eine Szene, wo so ganz komische Figuren da zum Schluss rummachen und die sehen aber so ein bisschen ähnlich aus, auch ohne Gesicht und so. Also der Paradox, ja, ich gebe dem 6 von 10. Ich finde ihn jetzt nicht ganz so schlimm, aber ist auch nicht so ganz so toll. 6 von 10. Gucken wir mal da rein. Was hat denn das Ding hier bei euch? 3,02 von 5 bei 40 Votes. So, dann haben wir hier diese Allsicht-Picke mit dem Auge drin. Und da, ja, das ist halt so Illuminati-Kram, ne? Und Our Roboros Set heißt das Ding ja. Also ich gebe dem 6 von 10. Ist die Vision. Und das ist hier 3,56 von 5 bei 32 Votes. 95 Remind, das ja. Und dann haben wir hier diesen Equilibrium. Ja. Dieser Gleiter, das Ding kriegt von mir 5 von 10. Ich finde den jetzt auch nicht so prickelnd. Also heute ist nicht so der Fortnite-Shop-Tag, ehrlich wahr. 3 von 5 bei 15 Votes, ein Reminder. Gut, da kommen wir mal zu was Coolem. Das ist der Servo. Der sieht nämlich tatsächlich mal nicht so schlecht aus. Und den finde ich auch gar nicht so verkehrt, den Servo. Aus dem Archetype-Set. Und der kriegt von mir 8 von 10. Finde ich ganz cool. Und der Servo hat hier momentan 4,14 von 5 bei 14 Votes. 26 Reminders. Dann haben wir diese beschlagene Hacke. Und ihr wisst, ich bin da jetzt nicht. Ich weiß, ihr mögt die gerne. Ich finde die aber, das ist mir auch so mit Strasssteinchen und so. Jetzt bin ich jetzt nicht so da mega begeistert von, und aber es sieht ganz okay aus. Ja, also kriegt von mir 6 von 10. Die beschlagene Hacke, das ist die Studded Axe, und die hat hier 4,02 von 5 bei 41 Votes, 199 Reminders für 800 V-Bucks. Das Ding war im Juli 2018 das erste Mal drin. Achso, der Werkzeugeffekt noch, klar, logisch. Mache ich. Werkzeugeffekt rein. Dann haben wir den Grill Sergeant. Ich kann mit dem Ding nicht so wirklich was anfangen. Ich weiß auch nicht, warum der da drin ist. Der Grill Sergeant. Und der kriegt von mir 5 von 10. Ich bin jetzt kein großer Fan von dem Grill Sergeant. Hier haben wir aktuell 3,78 von 5 bei 37 Votes am 22. September 2018 ist erstmal drin gewesen für 800 V-Bucks der Grill Sergeant. Dann haben wir die Maki Meisterin für 1200 V-Bucks. Das Teil sieht besser aus als der Grill Sergeant, aber ja, kriegt von mir 6 von 10 Maki Meisterin. Haben wir hier 4,29 von 5 bei 28 Votes, 81 Reminders, November 2018 das erste Mal drin gewesen, das Teil. Dann haben wir die Sexy Schräglage, Flippin' Sexy. Und das Ding gibt es für 500 V-Bucks, ist einfach nur, ist zwar ein seltener Emote, aber einfach nur legendär, mega geil, das Teil. Schon uralt, kann ich mich noch dran erinnern, da damals, als ich angefangen habe mit Fortnite, da haben die das schon gemacht und das fand ich ganz witzig, fand ich echt cool. Flippin' Sexy kriegt von mir 9 von 10. Und da haben wir hier momentan 4,46 von 5 bei 13 Votes, 44 Reminders. Ja, im März 2018 das erste Mal drin gewesen, das Teil. Das ist jetzt ein Jahr her, Leute. Ein Jahr. So, dann haben wir jetzt einen neuen Emote. Gucken wir mal hier.
Machen wir gerade nochmal. Karate. Ist das Karate? Kann doch Kung Fu sein. Ja, Karate Kung Fu. Schlagfertig. Ungewöhnlich für 200 V-Bucks. Und für 200 V-Bucks ist das natürlich schon echt cool. Sound ist auch mit dabei. Muss ich sagen, macht schon echt nicht schlecht das Ding. Für 200 V-Bucks schlagfertig. Und alleine dafür, dass es nur 200 V-Bucks kostet, echt eigentlich ganz cool aussieht. Kriegt das Ding von mir 9 von 10. Ist. Hat bis jetzt noch keine Bewertungen bekommen hier. Also wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaut sich mal an, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman Guy. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.